Stahl habe ich immer gerne gemacht, weil das eigentlich so eine gigantische Nummer ist. Nicht? Also wenn da 300 Tonnen um die Ecke flüssig kommen, da sind schon ein paar so Urgewalten. Und wenn man dann nicht mehr weggeht, wenn man also mit 300 Tonnen kommunizieren kann, so, dann ist das auch schon ein gutes Gefühl. Also deswegen habe ich das eigentlich auch ganz gerne gemacht. Da meint man noch, man wäre so ein Mann. Habe ich erst die Ausbildung da zum Hüttenfahrarbeiter gemacht, Stahlwerke. Und da habe ich ihn natürlich in meinem Durchlauf kennengelernt. Und da im Leitstand hatten wir mal ein längeres Gespräch. Und ich war schon so auf der Gewerkschaftsschiene und er war natürlich so auf der Betriebsschiene. Und er sagte nur immer: Jung, wenn du was verändern willst, dann musst du nach oben kommen. Da musst du oben sitzen, da kannst du was verändern. Da unten rumkriechen hat keinen Zweck. Das Stahlwerk Rheinhausen. 90 Jahre lang war es das Herz des linksrheinischen Duisburger Stadtteils. Generationen haben hier Stahl gekocht. Als sich Hunderte von Arbeitern am Morgen des 27. November 1987 vor der Verwaltung des Werkes versammelten, da wollte kaum einer so recht glauben, was Fernsehen, Rundfunk und Zeitungen seit Stunden berichteten. Die Hütte wird dicht gemacht. Das bedeutet für die Stadt Duisburg hier jetzt 16% Arbeitslosen. Die weitere Vernichtung, ersatzlose Vernichtung von 6.000 Arbeitsplätzen und für die Stadt eine Katastrophe, die, ich denke, wir nur noch politisch vereint mit allen Kräften aufhalten können. Also vielleicht noch mal zu der Belegschaftsversammlung. Wir haben das heute Morgen noch mal ausführlich diskutiert. Vielleicht erst mal im Vorfeld. Also der Arbeitsdirektor hat schon ein paar Mal hier angerufen und wollte unbedingt sicherstellen, dass da nicht wieder Eier fliegen. Sonst hat er gesagt, sonst kommt der Vorstand nicht am Montag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Wut auf den Vorstand wurde zum offenen Hass. Es ist der 30. November 1987. Der Krupp-Vorstand wird vom entschlossenen Widerstand der Belegschaft überrascht. 160 Tage lang tobt der längste und wohl heftigste Arbeitskampf in der Geschichte der Bundesrepublik. Theo Stegmann, zweiter Vorsitzender eines selbstbewussten, konfliktbereiten Betriebsrats, übernimmt die herausragende Rolle des kühlen Strategen. Unter der Devise „Die Belegschaft hat das letzte Wort“ setzt er sich mit ganzer Kraft für den Erhalt der 6.300 Arbeitsplätze ein. Ich bin, sag ich mal, nach 68er, ich war sehr geprägt durch die Zeit. Ich habe 73 mein Abitur gemacht, glaube ich, und war sehr geprägt durch die Studentenbewegung. Und für mich war die Arbeiterklasse schon so das zentrale Feld der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Das war ein Motiv. Zum anderen war ich auch schulmüde. Also ich hatte keine Lust, jetzt direkt nach dem Abitur zu studieren. Mich reizte der Produktionsprozess, mich reizte die Arbeiterschaft, also dort mich zu tummeln und auch politisch aufzuklären. Ich war damals noch Mitglied einer maoistischen Kampfgruppe, oder wie man es nennt, der KPDML. Die ist zum Glück, bevor ich nach Krupp kam, hat die sich dann in 1000 Einzelteile zerlegt. Also das war ja einmal das Wesen auch, dass die sich immer über den langen Weg zur Weltrevolution dann ohne Ende auch in die Köpfe gekriegt haben und gestritten haben. Und dann hat mich ab der Zeit bei Krupp viel, viel stärker die Gewerkschaftsarbeit und die IG Metall geprägt. Also die IG Metall Jugendarbeit speziell, die ich dann gemacht habe, die hat mich sehr stark politisch geprägt. Auch Helmut Lagmann wird durch den Arbeitskampf im ganzen Land bekannt. Bei Krupp hatte er eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Vom Handlanger war er aufgestiegen zum Betriebsleiter. Immer in kritischer Distanz zur Gewerkschaft, aber in freundschaftlicher Verbundenheit zu Theo Stegmann, stellt er sich vom ersten Tag an bedingungslos vor seine Männer und treibt mit spontanen Aktionen den Arbeitskampf voran. Die Betriebsräte haben verhandelt und ich habe die Musik dazu gemacht.
Also ich habe ja quasi in einer Krupp-Welt gelebt. Wenn Sie so ein großes Werk betreten, das ist ja wie eine eigene Stadt mit allen Strukturen. Selbst beim Kegeln, wenn Sie abends kegeln gehen, haben Sie Stahlarbeiter, da sitzen Sie kegeln zusammen. Nicht? Und wenn Sie Meister sind, sitzen eben alle Meister da. Dann kegeln Sie vielleicht nicht mehr mit den Stahlarbeitern, sondern mit den Meistern oder was auch immer. Das ist eine Welt. Sie sind da völlig und konzentrieren sich nur auf Ihre Arbeit und sind völlig abgeschottet von dem, was normal läuft. Und wenn Sie Ihre Arbeit dann noch mit Hingabe machen, also sich dafür verkämpfen, da haben Sie ja kaum noch einen Grund, nach Hause zu gehen. Und so war das mit mir. Ich hatte, was so Volkswirtschaft angeht und wie Geschäfte laufen und wie das so im Leben läuft, wenig Ahnung. Das Einzige, was ich konnte, gut Stahl machen. Und ich war im Stahlwerk, sagen wir mal, gefürchtet bei meinen Mitarbeitern, weil ich daher kam, wo sie herkam. Ich kam also nicht von der Uni und war einer, der Stahl und Schlacke nicht unterscheiden konnte, sondern ich wuchs ja aus der Mannschaft hoch und konnte jede Anlage persönlich fahren. Also wenn mir das irgendwie nicht gepasst hat, war da einer gemacht und gesagt, komm mal runter, Paul, dann zeige ich das jetzt mal. Dann hat er mal eine kleine Lehrstunde gekriegt und dann haben ihm das gezeigt, wie das geht, und hat er weitergemacht. Insofern mochten die auch nicht, wenn ich da einlief. Ne, das fanden die nicht so toll. So, und auf der anderen Seite hatte ich aber auch ein hohes Ansehen bei denen. Also wenn die ein Problem hatten, dann kamen die zu mir. Die Stahlkocher von Rheinhausen versammeln sich. Mit ihnen weitere Duisburger Arbeiter, 10.000 Mann. Einer von ihnen, der zum ersten Mal vor einer Menschenmenge ans Mikrofon geht, einer, der kein Politiker, kein Gewerkschaftsfunktionär ist, er trifft die Stimmung, die Wut der Stahlkocher. Da treibt man die Krupp'sche Arbeiterschaft zur Arbeit an wie noch nie. Da wird die Belegschaft dezimiert in unerträglicher Weise. Und dann kommt der Dr. Krumme, nachdem wir alle im Dreieck springen, und knallt uns den Dolk in den Rücken. Aber noch leben wir! Als herausgesickerte, ich weiß noch, war morgens nach der Frühbesprechung, da kam einer der Betriebsräte und nahm mich zur Seite und sagt, Chef, ich will mal was sagen, die wollen dir hier die Bude zumachen, wir haben das gerade erfahren. Da habe ich gedacht, der hat auch irgendeinen Knall oder was. Gewerkschaftsfriedis erzählt immer so einen Scheiß, musste nicht glauben. Aber dann wurde das immer, sickerte das von allen Seiten durch, wie Wasser, was in einem Schiff reinkommt. Langsam stieg das Wasser bis zum Kinn hoch. Ja, und dann habe ich dann gehört, dass der Vorstandsvorsitzende dann irgendwie vor der Hauptverwaltung um 12 Uhr was erzählen soll. Ja, und dann habe ich, meine Meister mussten sich alle vor den Waschkauen postieren. Ich habe dafür gesorgt, dass ich keiner umzog und keiner zur Arbeit ging von der Meterschicht. Das haben die auch bei der Nachtschicht gemacht. Und so habe ich eigentlich von mir aus heraus den ersten Tag das gesamte Werk lahmgelegt. Und der Pfarrer Kelb, Ihnen sage ich, bin ja kein besonders frommer Mann, aber Sie haben mich in den letzten Tagen so ein bisschen inspiriert. Und da habe ich mir mal Ihr Behandlungsbuch für Menschen zur Brust genommen. Und da habe ich etwas über Krupp gelesen. Da stand drin, wir hätten jahrelang die linke Wange und dann die rechte Wange hingehalten. Doch da habe ich auch noch was gelesen. Und das könnte in Zukunft unsere Parole sein. Jetzt heißt es Auge um Auge und Zahn um Zahn. Also diese Rede hat mein Leben verändert. Und sicher auch andere Leute, das Leben vieler anderer verändert, was ich aber jetzt nicht so im Einzelnen weiß. Aber zumindest hat es 160 Tagen allen Menschen Mut gemacht. Die Rede wurde ja auch ständig an Plätzen und Orten abgespielt, wo ich jetzt gar nicht war. Also die Stahlarbeiter gingen zur Demonstration, blockierten eine Brücke und hatten Lautsprecherwagen bei und spielten sich diese Rede ständig ein. Es war nicht zu glauben, was diese Rede auf diese Leute für einen Einfluss hatte. Sie hat alle stark gemacht. Eine ganze Zeit lang habe ich so ein bisschen gedacht, ich wäre was Besonderes, als ich Meister wurde bei Krupp. Also als ich dann Schichtmeister wurde. Da habe ich gedacht, ja, jetzt hast du es geschafft. Und da hatte ich so mal so 2 Wochen so eine dolle Tour, wo ich gedacht habe, ich habe die Welt im Döschen. Aber dann kam ja noch 10, 15 Jahre danach und dann kommt man schnell wieder auf den Boden der Realität. 300 Tonnen Stahl sind 300 Tonnen Stahl und mach den Eimer voll und mach ihn leer. Und das findet man immer wieder zu seinen Strukturen zurück. Und selbst Fernsehauftritte, auch bei dem Alfred Biolek oder so, ich bin eigentlich das geblieben, was ich war, immer nah dran, was die Realität ist. Die Nachtschicht aus dem Stahlwerk hatte gegen 4 Uhr morgens die Rheinbrücke, die Rheinhausen mit der Duisburger Innenstadt verbindet, gesperrt. Und
Den 30 Arbeitern, die die Aktion gestartet hatten, folgten am Morgen Hunderte aus dem ganzen Werk, Unterstützung auch aus der Bevölkerung. In der Hütte standen die Anlagen still. Sonntagmorgen ein Termin beim Krupp-Vorstand in Bochum. Was bisher versäumt wurde, soll nun geschehen. Der Betriebsrat wird über die Konzeption informiert. Ein Eklat droht, als der Vorstand nicht von seinem Konzept abrücken will. Fazit des Sonntags: neue Gespräche, doch wenig neue Hoffnung, auch am Ende dieser Besprechung. Norbert, die haben uns belogen und betrogen. In den letzten Wochen, wir haben einen Vertrag, da steht Kromme und Bruckschen drunter. Die Tinte ist noch nicht trocken, da hat er schon beim Mannesmann im Bett gelegen, der Kromme. Zweimal war sie besetzt, die Rheinbrücke, die den Duisburger Stadtteil Rheinhausen mit der Innenstadt verbindet. Zweimal, so meinen die Stahlkocher, wurde hier die Solidarität der Arbeiter dokumentiert. Kolleginnen und Kollegen, ab jetzt heißt diese Brücke Brücke der Solidarität. Kolleginnen und Kollegen, der Kampf geht weiter. Ein herzliches Glück auf. Wir haben vereinbart, mit dem Vorstand erstmal über alle Modelle zu reden, wobei dabei im Vordergrund stehen soll die Erhaltung des Standorts Rheinhausen. Wenn jetzt der Vorstand hingeht und einseitig sein Modell der Mannesmann-Kooperation erläutert, ist das wieder ein absoluter Stilbruch und ein Bruch von dem, was sie eigentlich mit uns abgeschlossen haben. Wir werden uns auf diese Diskussion nicht einlassen. Wir reden nicht über Personalmodelle, wie dieser Standort vernichtet werden kann. Für uns steht im Vordergrund die Diskussion über die Modelle, mit denen der Standort hier erhalten wird. Es gab ja vor dem Arbeitskampf eine Menge Situationen, Tarifauseinandersetzungen, Warnstreiks, Arbeitsniederlegung. Da war der Konverterbetrieb war ja natürlich das A und O. Wenn es da nicht gelang, jetzt die Schmelze zu stoppen, ne, weil das haben die nicht gemacht. Wenn die Schmelze im Turm saß, wenn der Stangenhusanlage, da konntest du die Stangengießer da nicht wegholen und sagst, jetzt lass die 300 Tonnen da kalt werden. Also das ging eigentlich nur auch in der Absprache, weil das ist... Also eine Sache, da muss man ein paar Stunden vorher vorbereiten. Da muss man sagen, irgendwann müssen wir jetzt runterfahren, da darf gar keine Roheisenpfanne mehr kommen, die muss im Torpedo bleiben und so weiter. Das erfordert sehr, sehr saubere und enge Absprachen, die mit ihm völlig reibungslos waren. Im Strangungsbereich, da war immer mein Problem, weil die sagen, die haben einfach schicken, wir fahren durch. Das war eine Betriebsleitung, die hatte drauf ankommen lassen. Ne? Während mit ihm war das sauber zu regeln. Ich habe gesagt, ich habe die Kollegen hinter mir, das hat er mir abgenommen. Er war ja immer nah an der Mannschaft, er wusste ja, wie die Stimmung war. Gehen sie raus, gehen sie nicht raus. Ne? Während ich, wie gesagt, nur 300 Meter weiter dahinter, wo der Stahl kam, da war nur immer Palaver mit der Betriebsleitung. Ne? Was mich auch wieder reizte, weil das war dann ein Machtkampf natürlich. Ne? Wer setzt sich hier durch? Und ja. Sagen wir mal, 90% der Fälle habe ich mich durchgesetzt, aber die gab auch die 10%, die habe ich nicht geschafft. Ne? Da haben die sich durchgesetzt, aber das hatte schon seinen Reiz. Aber es geht auf die Dauer, geht einem das natürlich auf die Nerven. 100.000 Menschen waren dem Aufruf der IG Metall gefolgt und hatten im ganzen Revier die wichtigsten Verkehrsknotenpunkte besetzt. Zwischen Dortmund und Duisburg lief an diesem Tag nichts. Das war unser Ausgangspunkt von Anfang an. Wir kämpfen nicht um Rheinhausen allein. Es geht um das ganze Revier oder unter einem anderen Motto: heute wir, morgen ihr. Mit Feuern rückte die Belegschaft der Krupp-Dynastie in der Villa Hügel auf den Leib. Den Krupps und ihren Managern warf man vor, mit der Furcht des kleinen Mannes gespielt zu haben. Entgeistert schaute die Ahnenreihe der Krupps dem Treiben in ihren ehrwürdigen Hallen zu. Das Buch der Geschichte ist jetzt aufgeschlagen und jetzt liegt es an euch, hier mal ein paar neue Seiten zu schreiben. Lasst die Generationen, die nach uns kommen, nachlesen, wie man einen Arbeitskampf führt und wie man diesen Vorstand in die Knie zwingt. Nachher erst, nach dieser Rede, da ist mir fast schlecht geworden. Weil ich gedacht habe, ja genau, jetzt bist du weg vom Fenster. Aber bereut hatte ich das zu dem Punkt auch nicht. Dann mache ich das auch so, wenn ich etwas mache, von dem, dann ziehe ich das auch durch. Ne? Dann verkriege ich mich nicht. Während der Stahlwerksdirektor dann meine Rede ja toppte, indem er mit mir zusammen aus dieser Halle rauslief, also an meine Seite lief und allen zeigte, ja, was der hier erzählt, das sehe ich auch so, das würde ich ja nicht neben den laufen. Und wichtig reinschaute und der war ja so ein sehr konservativer Mensch und in seinem Büro nahm er mich dann in den Arm
und sagte, das hast du echt gut gemacht. Und gleichzeitig fing der an, Strategien zu entwickeln, wie ich jetzt rauskomme. Von, du gehst jetzt in Urlaub und lässt dich erstmal nicht mehr sehen. Und das, da kam das wieder hoch. Ne? Da hatte ich eine tierische Angst. Ne? Jetzt hast du 25 Jahre hier gearbeitet, bist raufgeschossen bis zum Betriebsleiter und vom Feger. Und jetzt mit einer zehnminütigen Rede haust du das jetzt weg. War das vernünftig? Heute sage ich, ja, war vernünftig. Selbst wenn man mich damals rausgeschmissen hätte, war vernünftig. Denn es gibt nichts Wichtigeres im Leben als die eigene Selbstachtung. Dass man sich, wie man so schön sagt, beim Rasieren im Spiegel gucken kann. Ne? Truppsche Arbeiter, nimmt jetzt diese historische Stunde wahr, um endlich das auszufechten, was wir ausfechten müssen. Für unsere Familien, unsere Kinder, für die Menschen in diesem Lande, für die Städte. Ja. Heute Morgen in Duisburg-Rheinhausen. Helmut Lagmann feiert seinen 45. Geburtstag mit seiner Frau Barbara. Der Stahlarbeiter lernte seine Frau während des Arbeitskampfes in Rheinhausen kennen. Die Schulleiterin hatte die Streikenden gemeinsam mit anderen Frauen tatkräftig unterstützt. Seit 3 Jahren sind sie nun verheiratet. Wenn der Helmut Lagmann 3. oder 4. Schmelzer gewesen wäre, hätten Sie ihn dann auch so interessant gefunden? Ich hätte ihn, denke ich, sicher auch so interessant gefunden, weil es war seine Persönlichkeit. Wobei natürlich auch Bestandteil seiner Persönlichkeit ist, dass er halt eben so sehr vorne sich rausgehangen hat, wie er das gemacht hat. Das kann man ja nicht trennen voneinander. Ich glaube allerdings, dass ich den Mut gehabt habe, an ihn ranzugehen, weil er eben auch ein gewisses Format mitbrachte. Ich muss dazu sagen, dass ich ja vorher eine ganze Zeit lang alleine gewesen bin, das auch nicht immer schön gefunden habe und mich oft gefragt habe, warum kriegt jede blöde Kuh einen Mann, nur ich nicht? Und habe dann immer gesagt, ja, eben weil du keine blöde Kuh bist. Und das ist dann erstmal tröstlich, aber nicht auf Dauer. Und ich meine, ich kannte mich zu dem Zeitpunkt ja auch schon eine ganze Reihe von Jahren und wusste, dass ich nicht so ganz ohne bin. Und habe immer gedacht, wie muss denn so ein Mann gestrickt sein, der das mit mir aushält? Und es war klar, das könnte nicht irgendeiner sein, der nur so durchs Leben schlendert, weil den würde ich, glaube ich, zu sehr erschrecken. Also er musste schon ein bisschen auch ein eigenes Format mitbringen, damit da überhaupt eine Möglichkeit dafür ist, dass das klappen kann. Das, was heute Morgen in Rheinhausen beginnt, nennen die Stahlarbeiter die zweite Phase des Widerstandes. Sie besetzen die Brücke, die Rheinhausen mit Duisburg verbindet. Autobahnausfahrten werden blockiert. Der Verkehr wird umgeleitet oder ruht gänzlich. Am frühen Morgen bricht dann ein Autokonvoi von Rheinhausen nach Huckingen auf. Der Autokorso ist über 10 Kilometer lang. Geschäftsleute, Pfarrer und Mitglieder aller Parteien. Ein Stadtteil ist auf den Beinen. Symbolisches, wohin man blickt. Bäcker versorgen die Stahlarbeiter mit Stullen und Kaffee. Ich kann verstehen, was es an Wut gibt, was es an Enttäuschung, was es an Empörung gibt. Und bei manchen ist das schon Verzweiflung. Ich glaube, jetzt müssen sachliche Gespräche geführt werden. Es ist jetzt nicht die Zeit für Kraftmeier, die sich gegenseitig Sprüche an den Kopf werfen, sondern jetzt müssen Gespräche geführt werden im Sinne dieser Belegschaft. Und ich glaube, wenn signalisiert wird, dass Positives für uns kommt, wären die Kollegen sicherlich bereit, unmittelbar die Arbeit aufzunehmen. Ich glaube, im Augenblick weiß keiner bei uns, wie die Sache ausgeht, ob sie positiv ausgeht oder nicht. Aber ich glaube, dass sehr viele Leute jetzt schon das Gefühl haben bei uns, dass das, was sie gemacht haben, dass der Einsatz sich gelohnt hat von allen. Ich glaube, wir sind jetzt schon mit unseren Aktionen ein Stück ewig geworden und werden so schnell nicht mehr vergessen werden. Und denke, dass wir vielen abhängig Beschäftigten hier in der Republik Mut gemacht haben, sich zu wehren. 1994, nach der endgültigen Stilllegung der Rheinhausener Hütte,
wird Stegmann Geschäftsführer der RHS, einer Tochtergesellschaft von Krupp und Thyssen. Der Auftrag der neuen Firma: Langzeitarbeitslose sollen eine weiterführende berufliche Ausbildung erhalten. Das alte Betriebsratsbüro ist zum Chefzimmer geworden. Unter dem Druck, schwarze Zahlen schreiben zu müssen, lernt der Geschäftsführer Stegmann das Problem der Arbeitslosigkeit von einer anderen Warte aus kennen. Vor 7 Jahren, als ich noch Betriebsrat war bei Krupp und gegen die drohende Arbeitslosigkeit der Kruppianer gekämpft habe, waren erstmal alle Arbeitslosen waren arme Schweine für mich. Nicht? Also das sehe ich heute differenzierter. Es gibt da die ganz armen Schweine drunter, die wir auch hier haben und sehen. Und die so. Daneben gibt es aber eine Gruppe, die nur die Lücken des Systems sucht, weil sie sich eigentlich einrichten auf eine Kombination von Arbeitslosengeld und Nebenjob. Das sind die, die Schröder vielleicht mit seiner Faulenzer-Debatte meint, aber aus meiner Erfahrung jetzt sind es keine 20%, so würde ich es mal grob schätzen. Die Demontage der ehemaligen Produktionsanlagen ist ein Job für die ABM-Kräfte aus Stegmanns Firma. Unter ihnen finden sich kaum noch ehemalige Kruppianer. Die waren in anderen Stahlwerken untergekommen oder wurden vom Sozialplan aufgefangen. Manche gingen schon mit 52 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand. Kaum einer musste nach dem Arbeitskampf größere finanzielle Einbußen hinnehmen. Letzter Arbeitstag in der Schwerbehindertenwerkstatt. Elektronikschrott wird hier fachgerecht zerlegt und recycelt. Theo Stegmann kommt zur Verabschiedung der Männer und Frauen, die ein Jahr lang zu Facharbeitern geschult wurden. Das ist ja kein Geheimnis. Wir machen hier relativ viel Verluste der Werkstatt, weil auch die Preise, also erstmal ist das eine Frage der Menge. Sie müssten, um hier auf ein ausgeglichenes Ergebnis zu kommen, müssen, Herr Baumann, meinen, wie viel Tonnage müssen wir haben? 150 Tonnen pro Monat. 150 Tonnen pro Monat machen. Wir machen 60 Tonnen im Jahr. 60 Tonnen im Jahr. Das schaffen Sie auch mit Schwerbehinderten nicht. Nee, eben so. Das sehen wir auch so. Also das schaffen Sie mit Schwerbehinderten nicht. Und deswegen müsste eigentlich die öffentliche Hand oder wer auch immer das bezuschussen in irgendeiner Form. Es wird ja schon bezuschusst, indem Ihre Personalkosten vom Arbeitsamt getragen werden. Aber das reicht nicht aus. Wir haben daneben eine Betriebsleitung wie den Herrn Baumers und einen Vorarbeiter. Wir haben die Betriebskosten der Halle, ne? Miete und Heizung und so. Und das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir jetzt hier auf rund 250.000 Mal im Jahr Minus lieber machen. Aber wir brauchen jetzt nicht dankbar sein, ne? Gut, ja, ja. Nein, brauchen Sie nicht. Ich hab das immer, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber hier für eine sehr sinnvolle Geschichte gehalten. Und Dank erwarte ich da überhaupt nicht. Ich mache das zufrieden. Wenn Sie sich hier einigermaßen wohlgefühlt haben, macht uns das zufrieden, sagen wir mal so. In der Anfangsphase haben die mich ja alle noch als den Betriebsrat gesehen. Ich war zwar Geschäftsführer, aber für meine Kruppis, die hier rumlaufen, und für die Arbeitslosen war ich der Kämpfer, der immer auf ihrer Seite stand und dann doch sicherlich nicht so böse sein wird, sie jetzt zu kündigen. Und die haben das weitlich ausgenutzt in den ersten 1-2 Jahren, indem sie den meinten, also das wäre hier, der Stegmann macht das ja doch nicht. Ne? Der droht das zwar immer nur mit an, aber der macht es nicht. Und das musste ich auch an mir persönlich ändern, war mehr Härte. Also war wirklich so, dass man auch tief enttäuscht darüber war, dass man sich ausgenutzt gefühlt hatte von den Leuten, die eigentlich immer nur gelernt haben in ihrem Leben, immer die Lücke zu suchen, wo sie unbeschadet durchkommen. Das hat 1-2 Jahre gedauert, bis dann auch, ich sag mal, auch nach außen hin die notwendige Härte dafür habe, diese irgendwo für den Job auch haben müssen. Ne? Entwickeln. Sie müssen nicht hart werden, aber sie müssen nach außen hin eine gewisse Konsequenz und Härte entwickeln. Innen drin kann das ganz anders aussehen bei Ihnen, aber die Leute registrieren nur den Geschäftsführer, wenn er auch auftritt als Geschäftsführer. Nicht? Und das ist PVC hier und das ist Aluminium. Und was da nicht reingehört, ist Polyethylen. Und wenn du mal so quer guckst, dann siehst du hier diese Sachen, wo die eingepackt sind. Ja. Das ist Polyethylen. Und wenn du dieses Paket aufpackst, musst du dieses Polyethylen herausziehen. Ja. Auch Helmut Lagmann ist unter die Arbeitgeber gegangen. Im Auftrag und mit Mitteln von Krupp Hösch hat er eine Recyclingfirma auf die Beine gestellt. In der Anlage werden Verbundstoffe auf Hochgeschwindigkeit beschleunigt und in ihre Einzelteile zerlegt. Als das Unternehmen nach Oberhausen verlagert werden soll, geht Lagmann zur Bank, nimmt einen Kredit auf und kauft nach zähen Verhandlungen seinem ehemaligen Arbeitgeber die ganze Firma ab. Ich war damals Betriebsleiter des Stahlwerkes
und habe dann während des Arbeitskampfs ja meine Nase aus dem Tor herausgehangen, habe viele Talkshows besucht, war öffentlich, war ständig in den Medien vertreten und normalerweise denkt so mittleres Management, das macht er jetzt nicht lange, der pinkelt da jedes Mal den Aufsichtsratsvorsitzenden oder Vorstandsvorsitzenden an und dann macht er jetzt noch eine Stunde, dann ist er weg vom Fenster. Das Gegenteil trat ja ein. Das heißt, ich saß fester denn je in diesem Sattel drin und war für die Vorstände nicht anzurühren. Das hat dann bei dem mittleren Management Angst aufgemacht, weil die gesagt haben, der muss ja Einfluss und Macht haben, den packen wir mal nicht an. So, und als dann das Stahlwerk geschlossen wurde und dieser neue Recyclingbetrieb geschaffen wurde, bekam ich Chefs, die alle immer aufgestanden, in Reihe und Glied sich aufstellten, wenn ich morgens kam und eigentlich darauf warteten, dass ich ihnen sage, wo es lang geht. Also das waren eigentlich keine, das waren einfach Marionetten, die sich jetzt nicht trauten, irgendeine Aktivität zu entwickeln, ohne mich zu fragen. Das heißt, der heimliche Chef dieses Recyclingbetriebes war ich. Und dann war es so, dass am 31. November der Laden Krupp hieß und ich habe dann extra im Betrieb bis 12 Uhr nachts gewartet und habe eine Flasche Sekt aufgemacht, alleine übrigens, und habe mir einen Schluck reingepfiffen, den Rest habe ich dann auf den Schredder gekippt und habe gesagt, ab sofort ist das jetzt mein Betrieb. So, also wir trennen hier Verbundstoffe und die gibt es in vielen Bereichen. Wir gehen jetzt gleich mal durch den Betrieb, dann sehen wir das. Zum Beispiel Schraubverschlüsse von Wasserflaschen, das ist Aluminium und PVC. Das ist also kein Gemisch von Materialien, sondern es ist immer das gleiche Material, immer die gleiche Analyse, immer die gleiche Baureihe, sodass man das hervorragend, wenn man das getrennt hat, wieder zurückfahren kann. Das ist wahres Recycling. Ne? Ja. Ja? Ich stelle ganz ungern Leute ein, die zu mir kommen und nachfragen nach einem Job. Da bin ich meistens zu 95% abgeneigt, obwohl ich eigentlich Leute brauche. Und es ist eigentlich so, dass viele sich in ihrer Arbeitslosigkeit auch einrichten und dann eigentlich durch die normative Kraft des Drucks, der dann oft entsteht, sich bewegen. Und ich möchte nicht das Ventil sein, wo er durch sich bewegt und dann, weil er vielleicht kein Arbeitslosengeld mehr bekommt, dann sich den Stress antut, bei mir nach einem Job zu fragen und ich stelle ihn ein. Und prompt ist er eine Woche später krank und ich sehe ihn nicht. Und er ist nur als Karteileiche, bis ich ihn dann rauswerfe, dann bekommt er wieder Arbeitslosengeld. Da bin ich mir zu schade und mein Betrieb auch. Früher war Arbeitslosengeld eine Überbrückungsmaßnahme zwischen zwei Jobs. Als ich noch 18 war, hätte ich in einer Firma kündigen können und 10 Meter weiter hätte ich bei der nächsten angefangen. Also wenn ich jetzt aber vielleicht 3-4 Tage gesucht hätte, hätte ich so lange dieses Arbeitslosengeld gekriegt. Heute begreifen so Leute das mehr als Grunderwerb. Man darf ja auch nicht vergessen, Sozialpläne, die von Großkonzernen gemacht werden, werden ja alle sozusagen mit Arbeitslosengeld gesponsert. Da geht einer mit 53 über den Sozialplan raus. Das heißt, der kriegt 64% Arbeitslosengeld und die Differenz zum Netto von seiner Firma und bleibt zu Hause. Es ist aber nach meiner Sicht heute keine Arbeitslosenunterstützung mehr, wie man sie mal früher kannte, sondern die Leute glauben, dass es heute der Grundlohn ist, den man hat. Und nur wenn ich mehr kriege, gemessen an meinem Engagement, bin ich bereit, dieses Engagement zu zeigen. Wenn es nur 200, 300 Mark sind, ja, dann tue ich eben nichts. Dann lasse es so, wie es ist. Dann suche ich mir einen Job nebenbei, habe ich ja noch mehr. Also Sie überlegen sich das, weil Sie das interessiert mich. Weil ich denke mir immer, wenn ich in einer Situation wäre, ich hätte keinen Job und ich könnte auch noch ein Praktikum in einem Betrieb machen, die Leute suchen. Wieso überlege ich mir das dann noch? Bitte? Da geht es nicht um Lohn. Deswegen, wenn ich hier hinterher anfangen kann, dann Praktikum. Möchte ich auch wissen, wenn ich hier überhaupt Praktikum mache. Wenn es also nur Jobs für Sie gibt, wo Sie, wie Sie sagen, 2000 Mark verdienen, dann gehen Sie lieber gar nicht arbeiten. Na, Wechselschicht nur. Ja, und wer betreibt Ihren Unterhalt? Ich. Aber wie denn? Das ist ja meine Sache dann, ne? Und für 2000 Mark, wer kriegt man denn jetzt hier netto? Der Wechselschicht, Steuerklasse 1. 1993 wurde die Hütte endgültig geschlossen, endete die durch den Stahlboom Anfang der 90er Jahre verlängerte Gnadenfrist für Rheinhausen. Wir glauben, dass die Stilllegung von Rheinhausen keine betriebswirtschaftliche Entscheidung ist, weil Rheinhausen selbst in den Unterlagen des Vorstandes der kostengünstigere Standort ist.
Wir befürchten, dass diese Entscheidung bedeutet den Rückzug aus dem Stahlbereich insgesamt. Und das heißt, man schließt jetzt Rheinhausen und kurze Zeit später Dortmund. Wir hatten ja immer ein sehr vertrauliches Verhältnis. Also wir haben auch schon mal einen Kopf gekriegt, aber das dauerte meist ein paar Tage oder was. Also insofern haben wir ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Und das war natürlich für ihn gut. Er konnte immer mal wieder was kriegen, was ein anderer womöglich nicht gekriegt hätte. Und umgekehrt ich natürlich auch. Ne? Und als der Arbeitskampf dann losging, da konnten wir, sagen wir mal, auf eine langjährige Zusammenarbeit zurückgehen, die sich dann absolut bewährt hat. Ne? Obwohl er trotzdem das Ding gemacht hat, was er wollte. Der hat die anderen Betriebsräte ja auch zur Weißgut gebracht. Ich kannte den ja lange, ich wusste, der ist so. Ne? Also wenn der was sich im Kopf gesetzt hat und dann marschiert der los, dann sieht er weder nach links noch nach rechts, dann zieht er sein Ding durch. Die Leute nannten uns dann zeitweilig Max und Moritz oder so. Nicht? Und das war dann wieder so eine Zeit, wenn wir dann gemeinsam Aktionen hatten, wo wir dann auch wieder zusammen waren. Aber es hat dann auch irgendwann wieder geknackt. Ich hatte auch eine andere Rolle. Ich habe mich verantwortlich gefühlt für den Betriebsrat, ne, als Gremium. Wir standen nach außen, wir verhandelten. Das war eine Anforderungssituation. Und er war der Basisaktivist, der die Leute dann zu den Aktionen rausbrachte und selber viele Aktionen. Also wir haben da unterschiedliche Rollen gehabt. Ich habe das oft bedauert. Also ich habe gesagt, wäre ich doch hier so ein kleiner Vertrauensmann nur und, ne, und könnt hier so loslegen, wie mit ich wollte. Ja, auch selber loslegen und wie ich wollte, ohne Rücksicht auf Verlust. Aber mir war es auch immer wichtig, wie das ganze Ding zu Ende geht. Wir müssen Ihnen ganz klar sagen, das Unternehmen hat keine Reserven mehr, um solche Verluste tragen zu können. Infolgedessen haben wir schweren Herzens uns entschließen müssen, die Konzentration der Stahlerzeugung am Standort in Dortmund vorzunehmen. Das heißt für Rheinhausen leider, dass das Werk hier stillgelegt werden muss. Eier werfen, ein letzter hilfloser Versuch des Protestes nach 5 Jahren zwischen Hoffnung und Bangen. Wir haben jetzt die Restabwicklung beendet, also alle Legierungen, Erze entsorgt, alle Reststoffe. Der ist zwar immer noch ein bisschen auf Temperatur, 300-400 Grad werden es wohl noch sein, aber so ein Ding kriegt man wohl nicht mehr angeblasen. Damit ist Stahlproduktion in Rheinhausen ein für alle Mal beendet. Mich hat immer interessiert die Frage, inwieweit, was die eigentlich ihren Kindern erzählen. Also inwieweit sich ne, die Väter oder Mütter, die damals bei Krupp und unmittelbar damit zusammenhängen, wie resümieren die das jetzt bei ihren Kindern? Lohnt es sich zu wehren, dass sie eben sagen, das war eine tolle Geschichte und wir haben was erreicht? Oder ist das nicht so, wie das jetzt eigentlich so der Mainstream ist, das bringt doch alles nichts, politisch sich zu engagieren, zieh dich auf dein privates Glück zurück, sieh zu, dass du deine Geschichten geregelt kriegst und an ne, die große Politik geht wie das Rad der Geschichte über dich hinweg. Und da bin ich mir nicht sicher. Aber trotzdem das, was die Leute erlebt haben, das wird ihnen eben niemand wegnehmen können. Wenn sie erzählen über ihr Leben, dann sind eben diese Tage, das wird mit Sicherheit... Bei ganz vielen werden das die Tage sein, die für sie ganz wichtig waren in ihrem Leben. Ich will nicht sagen am wichtigsten, aber ganz wichtig. Also die hatten ja bis dahin überhaupt kaum Einflussmöglichkeiten. Und diese Chance und dass sie sie wahrgenommen haben. Ja, aber das ist doch alles vorbei. Das ist doch irgendwie besiegt. Nee, die Frauen, die gesagt haben, ich lasse mich nicht wieder zurückfahren auf Haushalt,
Ich will jetzt nicht sagen, dass eine Scheidung unbedingt was Positives ist, aber viele haben ihr Leben ganz maßgeblich verändert. Ja, aber was ist, sagen wir mal, was ist denn, ja, das mag für die Zeit danach gelten und vielleicht für die, aber Geschichte entwickelt sich ja aus einer viel längeren Perspektive. Es ist aus meiner Sicht, wenn ich das nur für die IG Metall, meine Gewerkschaft, sehe, gehen Sie mal heute auf ein IG Metall-Seminar, gucken Sie mal wieder rein, außen vor, kommt gar nicht. Das ist für die IG Metall unangenehm. Es ist auch für die Politik unangenehm gewesen, weil diese ganze Geschichte letztendlich, wenn Sie genau hingucken, ein großer Deal war, der letztendlich auch hinter den Kulissen abgesprochen war und wo es eigentlich unangenehm war, dass nur die, um die es ging, nicht damit einverstanden waren. Die haben sich nämlich gewehrt. Von den 6.000, die damals bei Krupp gearbeitet haben, sind viele gestrandet und viele Probleme gekriegt. Heute in meinem jetzigen Betrieb stellen sich immer noch welche vor. Oder Stahlarbeiter, die damals kommen, jetzt mit ihren Söhnen und sagen, kann der nicht bei dir arbeiten oder so. Also insofern war schon eine ganz erhebliche Niederlage, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben, dass viele Menschen aus der Bahn geworfen worden sind. Was die Selbsterkenntnis angeht und was das Rückgrat angeht und was es angeht, sich gewehrt zu haben, sich widersetzt zu haben, ja, da hat doch jeder nur gewonnen. Und jeder ist daran gewachsen und jeder hat was hingekriegt. Und jeder hat erlebt, dass der Einzelne vielleicht nicht so viel erreicht, aber wenn viele bereit sind, und das kommt dann automatisch, sich zu widersetzen, kann man auch was bewegen. Theo Stegmann hat ehemalige Weggefährten, Freunde und Kollegen eingeladen, seinen Ausstand zu feiern. Seine Firma stellt 2002 die Geschäftstätigkeit ein. Der Abbruch des ehemaligen Krupp-Werkes ist abgeschlossen und Anschlussaufträge bleiben aus. 70 Millionen Mark sind in den vergangenen 7 Jahren ausgegeben worden, um gerade mal 200 Langzeitarbeitslose in neue Jobs zu vermitteln. Geld, das nach Stegmanns Meinung effektiver hätte eingesetzt werden können, wenn die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt besser geklappt hätte. Stegmann wechselt an einen neuen Arbeitsplatz. In den letzten Jahren hat er sich weiterqualifiziert und Berufspädagogik studiert. Mit seinem Recyclingbetrieb musste Helmut Lagmann von Rheinhausen nach Meiderich umziehen. Okay. Gut, dann pack die Schweißmaschine drauf, ne? Okay. Den Umzug hat er mit eigenen Arbeitskräften bewältigt. Die neue Halle wurde von der Duisburger Hafengesellschaft finanziert. Trotzdem gerät seine Firma durch den wochenlangen Produktionsausfall in Schieflage. Im März 2003 stellt Lagmann einen Antrag auf Insolvenz. Nee, nicht wegwerfen. Alles, was wir, bis alle beide Anlagen laufen, was wir dann nicht brauchen, verschrotten war. Mhm. Denn wo man sagt, das braucht man vielleicht noch, das ja, braucht man nie mehr. Das brauchst du nie mehr. Aber solange wir noch bauen, nichts wegwerfen. Alles liegen lassen. Was wir heute wegwerfen, müssen wir morgen kaufen. Da wäre ich verrückt. Okay, hau rein, Jung. Theo Stegmann ist inzwischen Leiter der innerbetrieblichen Weiterbildung bei ThyssenKrupp Nirosta in Krefeld. Seine Abteilung fördert die Kreativität und Verantwortung der Mitarbeiter, trägt so zur Reduzierung der Fehlerquote und damit zur Sicherung der Arbeitsplätze bei.
Stegmann, wie Helmut Lagmann immer noch IG Metall-Mitglied, versteht seine neue Aufgabe als Fortführung seiner früheren Gewerkschaftsarbeit. Umso mehr ärgert er sich über Vorwürfe aus den eigenen Reihen, seine Ideale verraten zu haben. Also manche Gewerkschafter, die ich heute noch, das war auch so eine ganz bittere Erfahrung, dann als ich Geschäftsführer wurde, einer Qualifizierungsgesellschaft für Langzeitarbeitslose, die also wirklich mit einem schweren Klientel arbeitet. Ich meine, von manchen Gewerkschaftern einer angesehen wurde, der die Seiten gewechselt hat. Also das sind immer noch eine Menge Leute, die haben dieses Schwarz-Weiß-Raster im Kopf. Ne? Das ist auch sehr einfach, ist ja eine schöne Welterklärung. Wie eben gesagt, da sind die Guten, da sind die Bösen. Jetzt müssen wir gucken, dass die Guten gewinnen. Das ist irgendwie wie Karl May oder so. Das ist nicht mehr mein Ding. Also dieses Schwarz-Weiß-Raster, das ist irgendwie, das kann man als junger Mensch ja vielleicht noch haben. Auch da, aber das hat sich, wie gesagt, auch schon sehr, sehr schnell bei mir geändert. Ne? Auch der Kromme war jetzt für mich nicht der Klassenfeind an sich, sondern ich habe mir gleich gedacht, und wer das Geschäft gemacht hat, dass der unter einem bestimmten Zwang agiert. Das wussten wir da auch. Das wurde uns ja auch erklärt, wie schlecht die Zahlen waren und sowas alles. Ne? Also auf dieser persönlich-moralischen Ebene, dass das jetzt das Schwein ist, das da den Laden zumacht, habe ich das eigentlich auch in der Auseinandersetzung nicht gesehen. Dafür haben wir fast dreimal am Tag mit ihm da uns gegenüber gesessen und uns die Argumente um die Ohren gehaut. Also da hat sich so über die Strecke viel verändert. Wobei sich Grundwerte, sage ich mal, bei mir eigentlich die eigentlichen Grundwerte wie Solidarität, Gerechtigkeit, die haben klare Konturen gekriegt. Und ich weiß, wie schwierig es ist, ne, solche Ideale dann auch gesellschaftlich zu leben und auch umzusetzen. Aber die Grundwerte haben sich eigentlich nicht verändert bei mir. Mit jedem Jahr wird diese Geschichte des Arbeitskampfs verklärter und mit jedem Jahr wird das besser und toller. Und und ich bin dann immer der Vorzeigbare. Das ist der, der die Rede gehalten hat, das ist der, der die Brücke blockiert hat. Das ist überhaupt der, der das alles gemacht hat. Sonst war überhaupt keiner dabei. Das wird immer schlimmer. Nicht? Und das ist auch peinlich, das ist nicht schön, das ist peinlich. Ja, das ist auch peinlich, weil ich war nicht alleine, sondern ich hatte 3000 tolle Männer an meiner Seite, die sich darauf eingelassen haben, dazu machen, was ich da jetzt sage. Und ohne die wäre ich gar nichts gewesen. Ne? Da hätte ich noch nicht mal einen Zug anhalten können. Aber mit denen konnte ich alles. Sonst wäre das doch alles nicht gelaufen.